Und damit guten Morgen und herzlich willkommen zurück aus dem Domitor Nationalpark im Norden von Montenegro. Falls ihr das letzte Video verpasst habt, dann würde ich euch das auf jeden Fall nochmal ans Herz legen. Da haben wir uns die schönsten drei Seen hier in der Gegend angeschaut bei einem ja relativ anstrengenden Hike. Eigentlich wollte ich gestern den höchsten Peak besteigen oder auch heute den höchsten Peak besteigen, aber ich glaube, ihr seht, das Wetter spielt einfach nicht mit. Heute will ich auf jeden Fall einen Hike machen zu so einer Community von so Häusern. Alten Häusern, die in der Mitte von so einer Berglandschaft stehen. Das soll anscheinend möglich sein, wenn das Wetter nicht so gut ist. Und deswegen machen wir uns da jetzt auf den Weg. Ich weiß auch noch gar nicht, wie die Reise für mich morgen weitergeht, weil ich habe jetzt noch eine Nacht hier und dann wollte ich eigentlich weiter nach Bosnien. Aber weil ich mich gerade wirklich am Arsch der Welt von Montenegro befinde, muss ich entweder irgendwie 4 Stunden in die Hauptstadt und dann einen Nachtbus nach Mostar nehmen oder wieder zurück nach Kotor und dann einen sehr, sehr teuren Bus nach Mostar nehmen. Es wird sehr, sehr kompliziert. Ich glaube, das mache ich einfach auch noch in diesem Vlog. Hängt davon ab, wie viel Content wir jetzt hier noch zusammenbekommen. One person only. Thank you. Thank you, Paula. Eintritt zum Nationalpark, 5 Euro, Freunde. Habe ich jetzt zum zweiten Mal bezahlt. Wenn ihr mehr als zweimal kommt, dann könnt ihr auch einen Season Pass kaufen für 13 Euro. Aber denkt daran, das geht in die Sauberkeit und alles vom Nationalpark. Also lohnt sich das auf jeden Fall, dieses Ticket hier zu kaufen. Im letzten Video sind wir genau bei dieser Abzweigung hier hoch durch den Wald gegangen, während wir heute geradeaus weitergehen. Wenn ihr das letzte Video gesehen habt, vergleicht mal bitte mit dem Wetter. Bitte. Das im letzten Video war ja noch wirklich gut, aber das hier, man sieht wirklich nichts. Also ich würde wirklich lügen, wenn ich sagen würde, dass diese Häuser mir hier keine Angst machen. Also ich finde diese Häuser wunderschön und ich finde es so gut, dass sie diese traditionellen Häuser hier beibehalten haben. Aber ich habe zu viele Filme gesehen, wo da jetzt irgendwie eine Hexe oder so ein Scheiß rauskommt. Also bitte, ne? Aber dieser Stil mit diesen Steinen unten, dieser schönen Turm, immer diesen dreieckigen Dächern, ich finde das so schön, wirklich. Das ist top, top, top. Endlich aus dem Wald raus. Geschafft. Jetzt sind wir auf der Öffnung des Berges. Da hinten liegt wieder Schnee auf den Bergen. Wir sind wieder auf der Höhe, wo es anfängt, auch ein bisschen auf die Lunge zu gehen. Hier haben wir ein paar Signs, wo es hingeht und alles. Und ich glaube, wir gehen hier nach Lokvice, also nur noch 1 Kilometer. Und eigentlich war mein Traum ja, Bobotov-Kuk zu machen. Das ist der höchste Peak, wären von hier noch 9 Kilometer. Und ich glaube auch keine einfachen Kilometer, deswegen. Da liegt noch viel zu viel Schnee drauf, das machen wir auf jeden Fall nicht. Es hat jetzt auch das erste Mal angefangen, ein bisschen zu nieseln. Noch regnet es nicht stark und ich bin auch gerade in einem kleinen Wald hier, so in einem ganz kleinen Wald. Ich wurde gerade von 2 Franzosen aus meinem Hostel überholt und das lasse ich mir natürlich nicht bieten. Der Regen wird nicht besser, das wird nicht aufhören, das wird nicht einfach rüberziehen. Deswegen wird durchgezogen. Deswegen hat man ja eine Regenjacke, die ich mir in Vietnam für 10 Euro gekauft habe. Sie muss auch ein bisschen was aushalten, hoffentlich. Hoffentlich. Vor 3 Tagen, beziehungsweise vor 2 Videos so gesehen, war ich in Kotor bei 30 Grad und jetzt habe ich hier halt einmal wieder Schnee. Eigentlich dumm. Erstmal komplett hingelegt, perfekt. Ganz da hinten sehe ich schon wieder die ersten Dreiecke aus dem Boden ragen. Also ist es nicht mehr viel, bis wir bei den Huts sind. Wie gesagt, es ist so eine kleine Siedlung hier mitten in den Bergen. Ja, mindestens 1,5 Stunden weg von jeglicher Zivilisation sonst. Aber ich bin mal sehr gespannt, ob da irgendwas ist. Also ob das nur so Hütten sind und da gar keiner mehr lebt. Oder ob da wirklich noch Leute leben oder vielleicht eine Bar da ist oder so. Das wäre geil. Aber ich glaube nicht. Hoffnungen runter. Aber guckt euch einfach mal an, wie winzig die Franzosen da vorne sind im Vergleich zu diesem unfassbaren Tal hier. Also umzingelt von Bergen links, umzingelt von Bergen rechts. Da hinten sind Berge, also die wirken so klein dagegen, krass. Da ist eine Hütte mit einem roten Dach und vor mir ist eine Hütte. Das sieht nicht gut aus, aber es hätte fast geklappt, glaube ich. Es ist einfach tatsächlich eine Bar. Bier. Es ist einfach Bier, Digga. Aber hier ist keiner. Guck. Abgeschlossen. Sehr, sehr schade. Wie geil wäre es jetzt gewesen, hier Bier zu trinken. Also natürlich kein Bier, aber halt Wasser oder so, ne? Das wäre halt geil gewesen. Die View hier oben ist natürlich auch trotz des schlechten Wetters alles andere als schlecht. Also man sieht, da unten ist ein kleiner See, die Berge im Hintergrund. Es ist wirklich so ein übel schönes Tal und auch die Hütten da machen es wirklich schön. Aber es wäre dumm, jetzt weiterzugehen. I mean, die Franzosen versuchen es da noch ein bisschen, aber der Typ aus dem Hostel hat uns wirklich gesagt, ey,
macht das heute nicht. Es bringt ja auch nichts. Von oben wird man nicht eine bessere View haben. Schaut es euch an, da sind Wolken über den ganzen Bergspitzen. Also es bringt nicht, auf die Bergspitze hochzugehen. Bin danach wirklich einfach nur durchnässt und begebe mich auch noch in Lebensgefahr. Also das wäre einfach dumm. Ich will mir aber auf jeden Fall noch die Hütten hier anschauen, weil das hier ist das Domitor-Camp. Hier sieht man auch zwar ein Lagerfeuer, was hier aufgerichtet wird. Aber ich denke nur, dass hier Leute sind, wenn gutes Wetter ist. Weil sonst lohnt sich das ja nicht, wenn hier 3 Wanderer pro Tag kommen, dass du hier mit Bier und so hinkommst. Aber hier scheint man sogar Unterschlupf finden zu können. Irgendwie. Okay, das ist sehr, sehr gruselig. Das ist gruselig. Also hier, Abstellkammer für Tiere oder so. Ich weiß es nicht genau. Und hier drüben, also hier hinter mir, ist eine Hütte, wo man ja, Unterschlupf finden kann, würde ich mal sagen. Und auch ein bisschen vom Regen geschützt ist. Aber irgendwie ist das ganz schön gruselig hier. Hier hängen alte Socken. Und da stehen 4 Kerzen mit einem Feuerzeug dran. Also irgendwie, das ist wirklich cool. Also man sieht ja Leute, guck mal hier, 2008 oder so waren die hier. 2006, das ist schon, das sind Leute, die waren hier. Da war ich noch nicht mal geboren. Lohnt sich auf jeden Fall, hier hinzukommen. In so eine verlassene Hütte, hier mitten im Domitor Nationalpark in Montenegro. Falls ihr mal hier seid und mir ein Foto von dieser Inschrift hier sendet, gebe ich euch 5 Euro. Niemand wird das machen, aber scheiß drauf. Das Wetter hat tatsächlich noch mal ein bisschen aufgeklärt jetzt. Es hat aufgehört zu regnen. Also wie gesagt, in den Bergen kann das wirklich von einer Minute bis zur anderen aufhören. Es nieselt noch ganz bisschen, aber ich konnte einfach die Drohne fliegen. Ihr habt es ja gerade gesehen. Das war auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und wenn euch das Video bis jetzt gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch und über ein Abo freuen, damit ihr die nächsten Videos aus Bosnien zum Beispiel nicht verpasst. Weil es wird auf jeden Fall noch ein bisschen weitergehen. So, ich bin jetzt quasi wieder zurück in Jablajak. Also es sind noch 2 Kilometer zurück, aber das war eigentlich so der Hike. Wir sehen es hier, 11 Kilometer, 4 Stunden waren wir insgesamt unterwegs. Mit Hin- und Rückweg zum Black Lake, also zum Start, waren es bestimmt 5 Stunden, weil ich bin um 8 losgegangen und es ist jetzt 13 Uhr. Deswegen, es geht jetzt zurück ins Hostel und wenn es wieder was gibt, melde ich mich natürlich, weil das waren jetzt 2 Tage sehr, sehr anstrengendes Hiken. Guten Morgen wieder aus Jablajak. Ich wollte euch eigentlich noch diesen kommunistischen Sessellift zeigen. Aber es ist jetzt irgendwie 7.20 Uhr und ich muss jetzt wirklich zum Bus, damit ich nach Niksic komme, was ein Local Bus ist. Das ist so eine Stunde von hier und dann von da aus anscheinend habe ich 10 Minuten Umsteigezeit, um den Bus nach Sarajevo zu bekommen. Das wird richtig spaßig, Freunde. Das wird richtig spaßig. Scheiße, Alter, das wird nicht klappen. Das wird viel zu knapp, glaube ich, aber wir versuchen es wie immer. Ich bin mittlerweile hier in Bosnien angekommen, also das war auf jeden Fall eine sehr, sehr wilde Fahrt hierhin. Ich versuche es mal ein bisschen zu erzählen. Ich bin von Jablajak nach Niksic gefahren und habe meinen Bus um 15 Minuten nach Sarajevo eigentlich verpasst. Der sollte um 8:45 losfahren, ist dann doch erst um 9 losgefahren. Ich bin genau 8:59 auf der Bushaltestelle angekommen. Die hat mir gesagt, ey, der Bus fährt bald, ne? Du musst jetzt sofort Ticket kaufen, dahin laufen. Habe ich gemacht, bin dahin gelaufen, habe es noch bekommen, bin mittlerweile in Bosnien angekommen. Gerade hinter der Grenze. Jetzt geht's noch den Schlussspurt nach Sarajevo und dann hören wir uns noch mal kurz von da, bevor es dann
mit diesem Vlog erstmal zu Ende ist, weil dann kommen ja die Bosnien-Videos, klar. So Freunde, damit habe ich es endlich nach Sarajevo geschafft und die nächsten zwei, drei Videos werden dann auch über Bosnien und Herzegowina kommen. Das werdet ihr auf jeden Fall dann sehen, wenn ihr ein Abo da lasst und einen Daumen hoch, wenn euch dieses Video gefallen hat. Wie fandet ihr diese Hütte in den Bergen? Wie fandet ihr die Berge von Montenegro insgesamt? Also ich weiß, das Wetter war jetzt nicht ganz zeitperfekt, aber ich hoffe, ich konnte es trotzdem ein bisschen rüberbringen, wie der Vibe so war in diesen Bergen. Ich würde es euch auf jeden Fall raten, wenn ihr in Montenegro seid, die Berge nicht zu skippen. Ich fand die sogar teilweise besser als die Küste. Und dann würde ich sagen, lasst einen Daumen hoch da, lasst ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Video aus Bosnien, Freunde. Peace out und ciao.